Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Lego Review. Und zwar beginnt heute mit dem Video ein neuer Abschnitt in unserer Lego Star Wars Sammlung. Und zwar die Lego Star Wars Brickheads. Nur die Brickheads, nur die Star Wars Brickheads. Es geht jetzt hier nicht um alle, sondern wirklich nur um die Star Wars Brickheads. Und meine ersten zwei ist einmal Mando und einmal Grogu, beziehungsweise das Kind, beziehungsweise Baby Yoda. Ja, fangen wir mit Baby Yoda an, weil den kann man nämlich sogar aus seiner Kugel einfach rausnehmen. Ganz cool. Und dann einfach da wieder reinbauen. So, und wenn so, er müsste nur die Dinger suchen und dann ist er fest in seiner Kugel drin. Passt voll und Mando nicht mit Beskar, würde ich jetzt mal behaupten, weil das so dunkel ist. Mit Waffe und kleiner Waffe. Und sieht echt ganz geil aus, finde ich. Also schauen wir mal, was da noch für Brickheads jetzt dann kommen. Ich habe jetzt noch keine weiteren gekauft. Aber es wird auf jeden Fall noch weitere geben. Ich schaue jetzt mal. Jetzt kommt jetzt dann Anfang vom Jahr kommt ja die insgesamt 150. Brickheads-Figur. Und das ist ja dann Ahsoka. Und die kommen dann auf jeden Fall safe mit hierher. Und dann mache ich halt einen irgendwie nach und nach, ab und zu mal eine. Bis wir dann die Star Wars-Dinger haben. Und von Star Wars sind es ja auch nicht so viele. Ne? Sind ich könnte ja mal nachschauen, wie viele es sind, aber ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es sind nicht so viele auf jeden Fall. Das war es eigentlich auch schon dazu. Zu den ersten zwei Brickheads von Star Wars. Und dann schauen wir mal, wie viele da noch kommen. Und vor allem, welche als nächstes kommen. Beziehungsweise der nächste wird wahrscheinlich Ahsoka sein und dann schauen wir mal. Aber bis dahin, tschüss.